Hätte man das einer vor 15 Jahren gesagt, dass ich dreimal mit Sturm Meister werde, hätte ich wahrscheinlich für verrückt erklärt, aber ja, es ist ein Märchen. Super für Sturm Graz, super für die Steiermark und ich glaube, wir haben heute wieder Geschichte geschrieben. Franco Foda schreibt mit dieser Mannschaft Geschichte. 2006 übernimmt er einen Verein, der auf dem Boden liegt, gezeichnet vom Konkurs, vom Abgang vieler Leistungsträger. 5 Jahre lang arbeitet er an der Verwirklichung seines Traums. Wenn man jetzt dann die Tätigkeit des Cheftrainers seit 2006 beobachtet, ist permanent eine Steigerung da. Die Mannschaft hat sich im ersten Jahr unter den schwierigsten wirtschaftlichen Bedingungen und auch umfeldtechnischen Bedingungen gut entwickeln. Und er war da ganz einfach jemand, der immer die Kontrolle gehabt hat. Der 25. Mai 2011, der Tag der Belohnung, der Tag, an dem Foda eine Wettschuld einlösen muss. Der Tag, an dem er Haare lässt. Franco Foda, hat's wehgetan? Nein, überhaupt nicht, aber... Es schaut furchtbar aus. Ja, da waren einige Amateure am Werk. Grober Fehler. Aber ich glaube, den Fehler wird jeder Trainer begehen. Ich meine, wenn du weißt, du wirst Meister, dann würde selbst ich das probieren. Ich meine, ich bin jetzt nicht irgendwie ein eitler Gockel, aber wenn du dann einen Riesenerfolg feiern kannst, dann kann man ruhig einmal einen Blödsinn machen. Dass man ein Versprechen gibt im Falle des Meistertitels und ja, dazu muss man stehen. Ich glaube, er wird jetzt in Graz oder wo er gerade ist, mit einer Perücken herumrennen und braucht er sicher 1-2 Monate. Großen Anteil am Titel hat auch der beste Torhüter der Saison, Christian Grazer. Die Erfolge, die Sturm vorzuweisen hat, kannst du auch nur erreichen, wenn du wirklich einen Top-Torhüter hast. Und das ist hier hundertprozentig der Fall. Genialer gegen Grazei! Und Christian Grazei bewahrt seine Mannschaft vor einem frühen Rückstand. Da war stark zur Stelle. Gibt einen sicheren Rückhalt, der ganz einfach wichtig ist für das Spiel. Ja. Und es gibt auch andere, viele gute Torhüter in Österreich, aber wenn man natürlich im letzten Jahr Cupsieger wird und heuer Meister wird, dann spricht auch dieser Titel für ihn. Roman Wallner völlig frei, Grazei mit der Abwehr. Starke Aktion, auch von Christian Grazer. Grazer erneut bombensicher.